Dann mache ich auch was Fieses. Hoffe ich, gibt Damon meins. Ich muss da einen langen Satz gerade umändern. Scheiße! Das war knapp. Verdammt, das war knapp. Das von Damon. Also nicht das Gemalte, sondern die Idee. Wie nennen sich denn diese Dinger? Achso. Hast du gerade Lesben gesagt? Nein. Och nö. Man hört nur das, was man so. Trotzdem noch gerettet. Ich weiß nicht, was das ist. Am Ende. Ich halte es nervlich nicht mehr aus. Lars. Ich muss noch was schreiben. Was ist das denn? Hatten wir doch schon. Böses machen. War voll schwer. Boah. Oh, fertig, Gott sei Dank. Ah. Bitte. Ich hoffe, wenn jemand meins hat das... Wenn meins nicht durchkommt. Ich hoffe, jemand hat was Cooles draus gemacht. Beyblade Match. Oh, okay. Oh nein, Marco, weißt du überhaupt, was das ist? Oh, jawohl. Sehr gut, Marco. Ich wusste es nicht. Weiblade, Fetzeri. Was ist das denn am Ende? Weiblade. Fetzerei. Geil. Da habe ich doch überhaupt keinen Bezug dazu. Beyblade Kreisel Change. Keine Ahnung, ob jemand das wusste oder wollte. Ah, okay. Ah. Also jetzt, ja, genau. Das du bestimmt bewerten. So verwirrt, wie du immer Sachen schreibst, machst du es sogar richtig am Ende. Mein also. Sleeper, Lazy Steamen. Was? What? Einfach weiter. Schmutziges Weinende, Schnabeltier. Oh! No. Scheiße, ich hab Schnabeltier nicht so richtig erkannt und ich dachte, du hättest mir den Farben verkackt, aber. Weinende Pinguin wurde durch den Dreck gezogen. No. Also, vorhin habe ich ein Schnabeltier angeblich gemalt. Jetzt mache ich ein Schnabeltier, jetzt ist kein Schnabeltier mehr. Was ist das Rot? Boah, das ist ja die beste Zeichnung vom Jens, die wir je hatten. Von dem Dreck, oder? Das war der Pinguin. Es ist kein Einhorn, also. Was ist das Rote? Hä? Da ist nichts Rot. Das ist die Kette. Hast du die Kette noch? Das ist die Kette, genau. Ah, also die Kette. So. Die ich durch den Dreck gezogen habe. Pinguin, ja. Bein vor Schlamm. Der weint um den Schlamm sozusagen. Oh, okay. What sweet. Trauriger Pinguin überlegt, ins Loch zu springen. Tu es nicht. Das trifft es schneller. Rentner, der sich über Skateboards aufregt. Das ist richtig scheiße. Überraschend. Ich war mir nicht sicher. Ja, okay. Schreibt das sogar noch. Alter Mann mit Stock schimpft über Skateboards. Oh, das ist nicht geschrieben. Marco hat das Spiel ausgetrickst, ey. Alter Mann regt sich über Skateboards auf, triggert. Ja! Oh, Koldi. Ich dachte, es geht Opa am Ende... regt sich über Skater auf, oder ist Damon der Opa? Ich hab mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht dazu schreibe, wird das rauskommen, dass es sich nur über Jugendliche aufregt. Ich dachte, weil Damon sich letztens so über irgendwas aufgeregt hat, dachte ich, wir machen jetzt Damon hier. Aber gut. Spielende Kinder hat er angeschrien oder so. Japaner fängt Wahl. Ja! Panik, nur zu Forschungszwecken.
Das bleiben keine Forschungszwecke. Ich glaube nicht mal, dass es Japaner bleibt. Ja, ich hatte keine Zeit. Waljak mit Riesenboot. Das Schiff ist auch schön. Ich habe mehr weniger Zeit. Ich hatte voll den guten Wal gezeichnet, aber eine Sache hat mir nicht gefallen, da habe ich rückgängig gemacht, aber ich habe den ganzen Wal mit einem Zug gemalt, deswegen ist alles weggegangen. Walfänger werfen Anker auf Wal. Ja, so fängt man die an. Ein voll auf den Schädel und kippt da um. Ich habe keinen Anker erkannt. Das steht Waljak, nicht womit geht. Oh, ich habe den Anker. Ach, wie komme ich denn auf Amboss? Von einem Schiff wirft jemand einen Amboss auf einen Wal. Das war, stellt euch diese Situation vor. Oh, da ist einer! Forschungszwecke! Was passiert, wenn... Wie reagiert ein Wal, wenn man ihn mit Ambossen bewirft? So, zwei von euch dreien haben ein sehr ähnliches Thema gewählt. Bürolaucherloch, oha. Den Ohrring bei einer Frau. Okay, was? Wo ist ein Ohrloch, meinte er bestimmt. Ah, Junge, Alter, was ist das? Wo ist das geblieben? Ohrloch, genau. Ich weiß, wo das hinführt, leider. Ah, genau. Ja, das ist gut. Das ist gut. Van Gogh schneidet sich das Ohr ab. Was? Van Gogheline, wenn dann. Van Gogheline. Ist das, wie soll? Oh ja, sehr gut. Nee, da war ich raus. Devoka schneidet die Augenbrauen ab. Yo! Yo! Ich wusste nicht mehr, was ein scheiß Daywalker ist, Junge. Oha, ich wird ganz schön krass. Du hast doch kein du guckst South Park. Kennst du keinen Daywalker? Das ist von Blade, habe ich dann gesehen auf Google. Nein. Schlägt sich alle ein. Das ist doch Jens, nur weil er schwarz ist, sehen die nicht alle gleich aus. Ja, die Brille! Die Brille! Daywalker war doch als Cartman die ganzen komischen rothaarigen Kinder verarscht hat. Ach so. Ausrotten wollte. Okay. Ja. Ich glaube, Wesley Snipes hatte auch eine eckige Sonnenbrille. Zeit! Aber Laura, du hast kapiert, was ich wollte. Ja. Wir kamen von Ohrlochstechen zu Daywalker. Mit einem Bürolocher. Vampir versucht, sich vor Spiegel zu rasieren. Klappt nicht. Ja, also wir haben zweimal einen Rasierer, ne? Hat Spaß gemacht, danke. Das ist ein inhaltlicher Fehler. Ja, das geht gar nicht. Warum was? Dracula rasiert sich vor dem Spiegel. Dracula kann sich nicht im Spiegel sehen. Das geht nicht. Extra betont, weißt du, den Spiegel. Gut. Graf Dracula sieht sich im Spiegel an. Oh, mit einem Stempel, mit einem Stempel. Ja. Tut mir leid. Ja, wieso hat man doch erkannt, oder? Dracula kann sich nicht im Spiegel sehen. Unfair. Das ist unfair. Unfair. Ein Unfall. Xbox Controller. Ja, war klar, dass es von dir ist. Entschuldigung. Xbox 360. Oh. Wir wollen ins Detail gehen. Ja, ich wollte schon Details sehen jetzt, ja. Ja, habe ich wieder weggelassen. Ah ja, hier, das ist jetzt schon Xbox Controller. Xbox Controller, ja. Controller. Controller. Nice. Xbox Controller. Xbox Controller. Aber schön, wie wir es alle unterschiedlich geschrieben haben, ne? Ich werde so verkacken. Sportler also. Nein! Habe ich die Proportion? Nein! Ah, nein! Ach, scheiße, wie heißt das? Oh, das ist so gut! Wie heißt das? Google, Google. Google. Okay, Google. Warte Alexa. Mal, okay.
Oh, das ist so nice gezeichnet. Danke. Ich muss googeln. Ich muss googeln. Welcher Sportart benutzt man dieses Tier? Ah. Doch, ist es bestimmt, oder? Nein, es ist nett! Fuck! Jetzt frage ich mich, ist das eine Sportart oder ist es nur das eine Gegenstand-Dingens? Da ich mich nicht damit auskenne, gehe ich davon aus, dass es nur das eine Gegenstand-Dingens ist. Nein, ist es nicht! Es ist das Ganze! Fuck! Ah, das ist so geil, Alter. Scheiße, müssen wir nochmal malen? Nee, oder? Oh nee, fuck. Doch, ja. Oh, oh fuck! Ich glaube, das war der Sport. Warte mal, hab ich mich geirrt? Okay. Also ja. es war ein gutes Rollenspiel. Ja. Mal gucken, ob ihr auch so eine Leistung abgeliefert habt. Marco mit Ansage. Er klopft sich auf die Schulter, ey. Los geht's. Watermelon Ice. Yes. Ich hab den Kopf verkackt. Was soll das sein? Strauß. Straußenrennen. Jawohl! Okay, wir verstehen uns, Jens, wir verstehen uns. Aber sonst sein. Ja, aber die... Weil diese andere nicht rot war. Nein, die Jockeys, die sind doch klein, hat er recht. Macht man das in Australien oder wo macht man das? Weiß nicht, in irgendwelchen arabischen Emirate-Länder. Okay, noch nie Straußenwettrennen. Mhm. Läuft. Sorry, Leute. Okay, ist doch erkennbar, passt so. Nur, dass die und alleine rennen. Nur keine Jockeys drauf. Truthahn. Strauß. Ja, oh, so geil. Oh, so geil. Oh, oh. Ach nee, warte mal, in einem Film kann das noch vor. Jetzt kommt Einhornrennen, kommt jetzt heute. Ameisenbärrennen. Easy. Da steht ein Dude auf einem Strauß bei einem Handtuch. Ist halt vorm Start, ne? Ach, geil. Oh, nett. Springreiten, ja. Ja. Jo, als ob das erkannt wird, Junge. Das ist ein Pokertisch, ja. Wo zwei seltsame T-Shirts sind. Und Scheiß. Pferderennen mit Hürdensprüngen? Ja, ist doch klar. Jo. Seit wann gibt's sowas? Seit wann wird ein Pferd so hart gefistet, dass er Pferderennen machen muss und gleichzeitig Springreiten. Springreiten. Oh, sehr schön. Ja, aber das ist ja kein Rennen, da müssen die ja nicht sprinten gleichzeitig. Doch. Na gut, Anfang und Ende sind ja hoffentlich gleich. Es ist ja ein Parcours eigentlich, also nicht so im Runden, aber schon Parcours. Ah, ist gut angekommen. Oh, ja, hü. Laura wird erstmal direkt zum Pferd. Hü. Oh nein, wie heißt das? Was? Ich wusste es. Boccia, oder? Hä? Jens? Ist nicht das, was ich hoffentlich richtig habe? Ich wusste nicht, ich habe einfach nur gezeigt. Polo ohne Pferd? Das ist doch Boccia. Oder ja, Polo, Pferd, oder? Boccia ist mit nein, ohne Pferd. Polo, das ist doch Cricket. Nein, Cricket ist mit so Schlägern. Ja, Cricket kommt wahrscheinlich am Ende. Das ist, glaube ich, Polo ohne Pferde. Das ist Crockett. Crockett, fuck! Polo ohne Pferde. Marco wollte nochmal seinen Standpunkt darstellen. Ja, warte mal. Scheiße. Ja, das ist Polo ohne Pferde. Ja, aber es wird aber so auch rauskommen. Oder? Ja, hoffentlich. Cricket. Es wird Cricket, Leute. Nee. Ja, wolltest du jetzt unbedingt einen Weißen darstellen, ja?
Cricket. Laura trifft den ins Französische. Ich hab's wieder verbessert, weil ich ja Cricket aber sagte. Wird ist das nicht Englisch und wird dann Cricket mit also hey, entspannt euch, ich hab's gerettet. Sehr gut. Nein, sehr gut. Das ist ein Hammer oder was? Okay, ja, dann sehr schön, sehr schön. Was ist der Hammer? Also wissen wir jetzt, wie es heißt? Na, Polo ohne Pferde. Ja? Ja, okay. Ich hab's nochmal, Bouldern hab ich nochmal gemacht. Oh, nee. Was nee. Ist das? Bull. Das soll Bouldern sein. Nein, das ist Bull. Das ist aber nicht Bowlen. Bowling. Was? Nein, wieso denn Bowling? Ich hab erstmal nicht daran gedacht zu gucken, was eigentlich da hinten drauf ist. Wie, was hinten drauf ist? Ein Bowling also, liegt doch nicht drin. Drei. Ja, ja. Also ich hab eigentlich erst den linken Teil beachtet. Schwach. Gott sei Dank wäre ich nicht, aber ich hätte auch nicht gewusst, was das ist. Nur wie schön er ist. Was wolltest du denn sagen, was das sein soll? Bull! Was? Wie soll das sein? Jetzt ist nicht das. Bull! Das ist das, was alle Leute spielen. Genau. Boule, glaube ich. Muss man eingeben. Boule? Ist richtig? Man wirft erst eine kleine Kugel und ja. Mit seinen Kugeln muss man dann ganz nah da dran werden. Der Scheiß! Uff. Okay. Ja. Bowling. Bowling. Ja, Bowling, kann man sagen. Hier gibt's nur das, was ich kenne, wenn ich. Marco, da fehlt der rote Knopf. Er hat gelacht, das wollte Bowling. Ich nicht. Der rote Knopf fehlt. Pins and Overkill. Ich muss euch gleich mal eine geile Story erzählen. Oh, er hat sogar hier Schattierungen gemacht. Oh. Künstlerisch. Ja, und er legt schon Knie an der Bahn an. Oh. Ja. Deswegen guckt er auch so dumm. Ja, das ist so ein er sagt, das er fängt gerade an, au zu sagen. Ah. Oh, okay. War direkt klar. Ja. Nett. Formel 1. Ja. Ich finde das voll interessant, wie unterschiedlich wir perspektivisch alles malen so. Ja, so viel zum Thema, ne? Von oben runter, ja. Autorinnen F1. Ganz schwierig. Oder Alt F4, man weiß es nicht. Oh, ja, auch das. Auch immer nur zwei Autos. Es bleibt bei dem roten und dem blauen. Ich glaube, ja. Man hat es verstanden. Da habe ich mir die Sache gespart. Kleine Formel 1. Ich wollte noch so ein Marlboro-Logo hinten drauf und sau viel Werbung, weil das ist ja einzige, was bei Formel 1 existiert. Ja, ich habe auch gedacht, ich mache noch cooler. Nicht mehr, oder? Echt? Das ist doch nur Werbung. Was machen die denn jetzt? Werbung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genommen habe. Ach ja, genau. Ja, was ist das? Bergsteigen. Danke. Könnte man so sagen, aber da da so Skifahren. Ja, auf Stein. Ei, es ist Koldi gewesen. Also, wenn du meine Zeichnung hast, ist es deine Entschuldigung für Scheiße, oder ja. Wie? Du bist immer meine Entschuldigung für Scheiße. Ski-Albin. Dann müssen da mehr Leute, mehr Alkohol, mehr Musik und mehr Corona sein. Für Après-Ski. Ja. Wofür ist der Helikopter? Fette Skifahrer wieder hoch, oder was? Die zahlen so viel Geld, klar. Ja, meins kam gut an, ist alles gut. Ich hab entschieden, das passt schon. Das war so geil, Dame und Herren, da feier ich dich. Ich dachte erst, dieser Ball wäre Quidditch, aber das ist der Schnatz oder so ein Scheiß. Quidditch-Spiel mit dem goldenen Schnatz. Alter, wie behindert. Besen im Arsch. Nee, er liegt seitlich drauf, weißt du? Nicht so zwischen den Beinen, sondern die Beine auf der einen Seite. Quidditch von Harry Potter. Ach, ich dachte, Quidditch von Stirb langsam. Hat mir geholfen. Das sieht aus wie Hausarbeit. Wie was? Hausarbeit mit dem Besen links. Und dem Ball mit den Flügeln, ja. Ja. Voll Standard. Ja, roll. Oha.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Danke.